Manchmal, liebe Schwestern und Brüder, sind die Worte der Schrift so klar, dass sie erschreckend sind. Wenn wir dieses große Lob des Propheten Elia, von dem wir zwar keine Schrift haben, aber von dem wir aus dem zweiten Königsbuch wissen, wie bedeutend er war, welche große Gestalt er ist im Kampf für den lebendigen, wahren Gott innerhalb Israels. Wie unanfechtbar diese Stellung ist, wenn wir dieses große Lob aus dem Buch Jesus Sirach heute Morgen gehört haben. Und wenn wir dann sehen, wie Jesus von Johannes dem Täufer spricht als dem Elia, der kommt und schon gekommen ist. Da muss uns die Klarheit erschrecken, mit der Jesus dann weiter sagt, sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Und er ist sich selber ebenso klar darüber, dass man mit ihm machen wird, was man will. Von wegen große Stellung, von wegen großes Lob. Wie Dreck wird er behandelt. So endet er ja schließlich auch. Der eine wird hingerichtet, der andere auch, aber nach einem Schauprozess. Wir kennen das alles. Aber geht es bis heute anders? Ich denke, dass wenn wir diese johannäischen Texte jetzt hörten, wie Jesus über Johannes den Täufer spricht und seine Bedeutung, dann können wir sie aufschließen für unseren Advent heute, dass wir uns sehr ernst und klar fragen, machen wir eigentlich mit Jesus auch, was wir wollen? Wir können das so schnell beobachten. Wir blenden alles aus, was uns nicht gefällt. Und es ist immer interessant, durch die Zeiten zu sehen, was dann gerade ausgeblendet wird. Es gab Zeiten, da war der gestrenge Richter, das hat sich in manchen Kirchenliedern, die natürlich heute nicht mehr im Gotteslob stehen, niedergeschlagen, der gestrenge Richter aller Sünder, der wurde gepredigt, der wurde verkündet. Und alles andere, was wir heute aus dem Neuen Testament herauskitzeln, sofern es drinsteht, ist damals unter den Tisch gefallen. Heute haben wir das Gegenteil. Wir blenden alles, was uns auch nur ansatzweise in Frage stellen könnte, aus. Wir machen mit Jesus, was wir wollen. Aber erst dann beginnt der Advent in rechter Weise. Und erst dann kann er eintreten. Erst dann bereiten wir ihm die Wege, wenn wir aufhören, mit ihm und der Verkündigung Johannes des Täufers zu machen, was wir wollen. Leider unterschlägt unser Evangelium in der Leseordnung einen halben Vers. Wozu kommt dieser Elia? Um das Herz der Väter wieder den Söhnen zuzuwenden, heißt es hier. Und auch das gilt für das Gesamt der kirchlichen Tradition und der Auslegung. Das ist schließlich die Gemeinschaft, in der wir zu Hause sind, die Gemeinschaft der Kirche. Und das ist nicht der Verein, der sich jetzt katholisch oder evangelisch oder orthodox oder sonst irgendwie nennt. Es ist die ganze Kirche vom Beginn der Apostel. In der sind wir zu Hause. Und wenn wir nicht lernen, die Generationen vor uns zu respektieren, bauen wir eher, schütten wir Berge auf für den Advent Christi, als dass wir sie abtragen, sodass er kommen kann. Fragen wir uns heute allen Ernstes vor dem Beginn der letzten Adventwoche, wie gehe ich mit Jesus um? Mache ich mit ihm, was ich will? Stutze ich ihn mir so zurecht, dass er zu mir passt? Oder, was wir die Woche auch schon bedacht haben, stutze ich mich zurecht, dass ich zu ihm passen kann.